In der heutigen Vorlesung möchte ich zwei inhaltliche Themenblöcke aufgreifen, anschneiden, präsentieren. Zuallererst möchte ich Ihnen einen Überblick geben über User Research Methoden. Jetzt nicht über einzelne Methoden im Detail, sondern mehr so generell das Feld oder die Spannbreite an unterschiedlichen User Research Methoden, die es im Usability Engineering so gibt und insbesondere auch hinsichtlich welcher Eigenschaften und Charakteristika und Kriterien sich diese Methoden voneinander unterscheiden. Und auch um Ihnen einen Überblick zu geben, einerseits, was es eben alles gibt und andererseits auch, worauf man bei der Auswahl von konkreten User Research Methoden abhängig von den eigenen Zielen, abhängig von der Zielsetzung achten sollte. Und im zweiten Teil von der heutigen Vorlesung möchte ich Ihnen dann noch eine konkrete User Research Methode vorstellen, die ich persönlich in der Vergangenheit immer wieder sehr nützlich gefunden habe und schon oft gebraucht habe und deswegen auch glaube, dass sie vielleicht für Sie irgendwann einmal nützlich und interessant werden könnte, nämlich die Card Sorting Methode. Zuallererst aber, wie gesagt, der allgemeine Überblick über User Research. Sie werden vielleicht alle schon eine ungefähre Vorstellung davon haben, was sich hinter diesem Begriff verbirgt, haben vielleicht auch schon im Rahmen anderer Lehrveranstaltungen von User Research gehört oder sich damit beschäftigt. Beziehungsweise ist der Name oder der Ausdruck ja eigentlich auch schon relativ selbsterklärend. Bei User Research geht es darum, dass man etwas von den Benutzerinnen und Benutzern eines technischen Systems lernt. Und zwar entweder über die Menschen selbst, über die Benutzerinnen und Benutzer selbst, über ihre Eigenschaften, über ihre Fähigkeiten, über ihre Kenntnisse, über ihre Charakteristika, über ihre Erwartungen, über ihre Wünsche und ihre Anforderungen, also über die Menschen selbst, die man da untersucht, von den Menschen über die Menschen etwas lernen. Oder aber auf der anderen Seite auch etwas darüber lernen, wie Benutzerinnen und Benutzer mit einem bestimmten Werkzeug, also zum Beispiel mit einer Software oder mit einer Website oder mit einer App oder mit irgendeinem technischen Gerät oder was auch immer, wie sie damit umgehen und wie sie damit arbeiten und wie sie damit interagieren. Und in dem Sinne eine Methode, mit der Sie sich jetzt im Laufe des Semesters schon recht intensiv beschäftigen konnten, im Übungsteil und auch über die ich in der Vorlesung viel gesprochen habe, die Methode des Usability-Testings, das wäre eben ein Beispiel für so eine klassische User Research Methode, weil beim Usability Test geht es eben darum, dass man aus der Beobachtung der Testpersonen, aus der Beobachtung der Benutzerinnen und Benutzer etwas darüber lernt, wie sie arbeiten und wie sie mit einem System interagieren. Und umgekehrt sind aber nicht alle Methoden, die man jetzt im Usability Engineering anwendet, automatisch auch User Research Methoden, weil wenn Sie sich zurückerinnern, die Inspektionsmethoden wie der Cognitive Walkthrough oder die heuristische Evaluierung, das sind Methoden, die von Experten durchgeführt werden, ohne dass dabei Benutzerinnen und Benutzer in den Prozess eingebunden sind. Das heißt, das sind eigentlich im klassischen Sinn keine User Research Methoden. Aber sehr viele der Methoden, die man im Usability Engineering findet und die man verwendet, fallen in diesen Bereich der User Research Methoden. Und User Research Methoden können unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Sie können einerseits entweder überwiegend explorativ verwendet werden, um zum Beispiel offene Fragen zu beantworten oder um neue Ideen und Erkenntnisse zu gewinnen. Oder sie können auch eingesetzt werden, um bestätigende Ziele zu erreichen, um eine Bestätigung zu erlangen, um eben zum Beispiel kritische Aspekte, die man schon kennt, untersuchen und beleuchten zu können. Oder eben auch, um vorhandene Annahmen, Theorien und Hypothesen zu überprüfen. Und der Zugang zur Datenerhebung bei User Research ist in der Regel einer von den zwei, die Sie hier auf der Folie sehen. Entweder man redet mit den Leuten, man befragt sie nach ihren Meinungen, nach ihren Erfahrungen, nach ihrem Wissen, oder man beobachtet sie, wie sie sich verhalten. Und wie gesagt, im Usability Engineering gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen User Research Methoden, die man verwenden kann und die teilweise auch sehr unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Und diese User Research Methoden, das sind eben, wenn man so will, strukturierte Methoden, um einen an ein bestimmtes Ziel zu führen, damit man eben nicht planlos herumstolpert, bis man zufällig irgendwas findet oder zufällig über irgendwas drüber stolpert.
Und diese User Research Methoden, die haben teilweise auch sehr unterschiedliche Ursprünge, wenn man sich das anschaut, die im Usability Engineering verwendet werden. Die kommen zum Beispiel aus der Soziologie, aus der Anthropologie, aus der Psychologie oder auch aus dem Marketing oder aus den Wirtschaftswissenschaften. Die Gemeinsamkeiten aller Methoden sind aber, dass man eben versucht, etwas von den Menschen, von den Benutzerinnen und den Benutzern zu lernen. Und wenn man jetzt sagt, es gibt viele, viele unterschiedliche User Research Methoden, dann stellt sich natürlich ein Stück weit auch die Frage, wieso braucht es überhaupt mehr als eine Methode oder so viele verschiedene Methoden? Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass alle Methoden ihre Stärken und Vorteile haben und gleichzeitig aber auch ihre eigenen Einschränkungen und Schwächen. Das heißt, Methoden ermöglichen auf der einen Seite immer etwas Bestimmtes, was man sammeln und erheben und analysieren kann. Und sie sind aber meistens auch beschränkt darin, was man jetzt sammeln und erheben und analysieren kann. Und unterschiedliche Methoden sind deshalb in unterschiedlichen Situationen einmal wertvoller und in anderen Situationen weniger wertvoll. Sie haben inhärente Schwächen und Einschränkungen. Und das heißt insbesondere auch, dass man unterschiedliche Methoden miteinander kombinieren kann, um ihre individuellen Stärken zum Einsatz zu bringen und die gegensätzlichen Schwächen quasi zu kompensieren oder zu komplementieren. Das ist eigentlich was sehr Typisches, dass man mehrere Methoden miteinander kombiniert, weil wenn Sie sich jetzt anschauen, zum Beispiel diesen Usability-Test, den Sie jetzt im Übungsteil durchführen sollen, das ist nicht nur so, dass Sie jetzt quasi den Test machen, wo die Testpersonen die Aufgaben erledigen und Sie schauen ihnen zu, sondern begleitend zusätzlich, wie es in der Angabe steht, sollen Sie auch mit den Leuten reden, Interviews führen, Fragebögen vorbereiten und so weiter. Das heißt, da sieht man eigentlich schon diesen Methodenmix, der eben darauf abzielt, dass sich die untereinander ergänzen. Und diese spezifischen Zielsetzungen oder diese spezifischen Einsatzzwecke von unterschiedlichen Methoden, ich finde, das ist etwas, was man auch sehr schön veranschaulichen kann, wenn man einen Vergleich anstellt, zum Beispiel mit der Fotografie. Wenn man professionell fotografiert, das ist es auch so, dass man unterschiedliche Objektive braucht, je nachdem, welches Motiv man fotografieren möchte. Für eine Landschaftsfotografie brauchen Sie ein anderes Objektiv als für eine Porträtfotografie und so weiter. Und ähnlich ist es eben auch bei den User Research Methoden. Je nachdem, was Sie damit bezwecken möchten, brauchen Sie unterschiedliche Methoden, die Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten an die Hand geben. Wenn man jetzt verschiedene Methoden sich anschaut, dann gibt es mehrere Dimensionen, anhand derer man diese Methoden unterscheiden oder kategorisieren kann. Und diese vier Dimensionen, die Sie auf der Folie sehen, die sind sicher nicht erschöpfend oder sind sicher nicht vollständig, aber es sind, glaube ich, vier zentrale Dimensionen, auf die ich jetzt ein bisschen eingehen möchte. Eine von diesen Dimensionen, wie man Methoden unterscheiden und kategorisieren kann, ist hinsichtlich ihrer Zielsetzung. Das ist etwas, da habe ich in den letzten Wochen und in den letzten Vorlesungen schon viel darüber gesprochen, wo man unterscheiden kann zwischen der Zielsetzung formative Methoden und summative Methoden. Bei den formativen Methoden, wo es eben darum geht, dass man quasi etwas lernt darüber, wie man etwas gestalten soll, wie man etwas machen soll, also eine Art der formgebenden Methodik. Wo es vor allem darum geht, dass man auf neue Dinge draufkommt, dass man vielleicht auch auf Dinge draufkommt, die einem noch gar nicht bewusst sind, wo man etwas Neues dazulernen möchte. Und auf der anderen Seite die summativen Methoden als so etwas wie bewertende und beurteilende Methoden, die darauf abzielen, dass man etwas misst oder dass man bestehende Annahmen und bestehende Theorien und Hypothesen überprüft. Die zweite Dimension dann, die Art der Daten, die man mit den unterschiedlichen Methoden erheben will. Und da kann man unterscheiden zwischen qualitativen und quantitativen Daten. Das ist auch wieder so eine Unterscheidung, über die habe ich in den letzten Wochen und in den letzten Vorlesungen schon öfters gesprochen. Das heißt, das sollten Sie schon ungefähr wissen, worin der Unterschied besteht. Und in dem Zusammenhang auch, was mir auch wichtig ist, an der Stelle zu betonen, ist diese Zielsetzung formativ und summativ und diese Art Daten qualitativ und quantitativ, das sind zwei Dimensionen, die sehr häufig Hand in Hand gehen. Also wenn Sie eine formative User Research Methode oder eine formative Evaluierungsmethode einsetzen, dann wird der Fokus bei diesen Methoden sehr häufig auf der Erhebung von qualitativen Daten liegen. Das heißt, formativ und qualitativ geht quasi Hand in Hand.
Und umgekehrt, wenn Sie eine summative Erhebung durchführen, dann wird der Fokus sehr häufig oder in der Regel auf der Erhebung von quantitativen Daten liegen. Also summativ und quantitativ ist auch was, das geht einfach Hand in Hand. Das ergänzt sich gut, das passt gut zusammen. Aber es bedeutet nicht, dass man glauben darf, dass diese zwei Dimensionen dasselbe sind. Also dass man die über einen Haufen wirft, weil es eben um zwei unterschiedliche Dimensionen geht. Einerseits die Zielsetzung, was will ich damit bezwecken? Und auf der anderen Seite die Dimension, welche Art der Daten erhebe ich? Also nur weil das häufig Hand in Hand geht und sich oft anbietet, dass man formativ und qualitativ kombiniert und dass man summativ und quantitativ kombiniert, nicht den Fehler machen zu glauben, dass das jetzt deswegen dasselbe ist. Die dritte Dimension ist dann der Gegenstand der Erhebung, ob man das Verhalten der Menschen beobachten möchte oder ob man die Meinungen der Menschen erheben möchte. Und die vierte Dimension ist dann das Umfeld, in dem das Ganze stattfindet. Also zum Beispiel ein künstliches, gescriptetes Umfeld, wie man es eben zum Beispiel bei einem Usability-Test hat, wo die Leute eben nicht in ihrer natürlichen Umgebung, nicht an ihrem persönlichen Schreibtisch, nicht an ihrem tatsächlichen Arbeitsplatz arbeiten, sondern in einer kontrollierten Umgebung, die einem typischerweise im Rahmen des Tests zur Verfügung gestellt wird und wo die Leute sich auch nicht natürlich verhalten, sondern quasi auf eine angeleitete Art und Weise, entsprechend der Instruktionen, die sie den Testpersonen vorgeben. Oder zum Beispiel ein Umfeld, ein natürliches Umfeld kann man natürlich auch verwenden zur Erhebung, dass man quasi hinausgeht in die Welt, dass man hinausgeht zu den Menschen und sie tatsächlich dort beobachtet, wo sie leben und wo sie tätig werden und handeln, dass man in den öffentlichen Raum geht oder dass man an den Arbeitsplatz zu den Leuten geht und sie dort beobachtet. Oder auch Methoden, die quasi komplett kontextfrei sind, also die völlig losgelöst sind von einem realen Anwendungskontext oder von einem realen Handlungskontext. Da fallen dann häufig oder in der Regel vor allem Befragungsmethoden darunter, so wie, das wäre ein Interview oder so etwas wie ein Fragebogen. Das sind in der Regel Methoden, die eben kontextfrei stattfinden, losgelöst von einem tatsächlichen, realistischen, natürlichen Handeln. Und es gibt eine recht schöne Grafik, die jetzt versucht, einige User-Research-Methoden, die es eben so gibt, quasi entlang dieser Dimensionen in einer Art Landkarte darzustellen oder in einer Grafik geben. Entlang dieser zwei Dimensionen sehen Sie in dieser Grafik dargestellt, auf der horizontalen Achse eben diese Dimension zwischen qualitativen und quantitativen Methoden. Und auf der vertikalen Achse diese Dimension der Art der Daten, die erhoben wird, nämlich Verhalten oder Meinungen der Menschen. Und Sie sehen, da verteilen sich unterschiedliche User-Research-Methoden sehr unterschiedlich in diesem Spektrum, welche Art von Daten da erhoben wird und ob das qualitative oder quantitative Daten sind. Und zusätzlich reinkodiert in diese Grafik, in diese Darstellung, ist dann auch noch, wenn Sie hier unten schauen, diese Legende mit diesen bunten geometrischen Formen, das zeigt dann quasi auch noch den Context of Use an, der bei diesen Methoden typischerweise zum Einsatz kommt. Also natürliche Verwendung des Produkts oder scripted eben angeleitet oder eben decontextualized, wo man quasi das Produkt überhaupt nicht verwendet. Und da finden Sie dann eben so Dinge in dieser Übersicht, etwas wie Interviews oder Fokusgruppen oder Participatory Design Aktivitäten. Das ist etwas, das ist ganz eindeutig auf die Erhebung von Meinungen abzielend und liefert Ihnen qualitative Daten. Oder wenn wir auf dieser Meinungsebene bleiben und uns zu den quantitativen Daten rüber bewegen, so etwas wie Online-Service, E-Mail-Service, Intercept-Service, das sind so klassische User-Research-Methoden, die eben quantitative Daten zu den Meinungen der Menschen erheben. Oder wenn wir uns nach oben bewegen zum Verhalten, quantitative Methoden zur Erhebung von Daten über das Verhalten der Menschen, das sind eben klassische Ansätze, wo man quasi Logfiles auswertet, wo man quasi automatisch das Nutzungsverhalten mitprotokolliert. Also so etwas wie eine Clickstream-Analyse, so etwas wie A/B-Testing, alles, wo man quasi automatisiert das Verhalten der Menschen mitprotokolliert und mittrackt. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann eben bei den Verhaltensdaten bleiben und uns in qualitativen Daten bewegen, da sind eben in erster Linie zu finden
Usability-Tests, Usability-Labortests und so Dinge wie ethnografische Feldstudien. Und Sie sehen, da gibt es immer ein ganzes Spektrum, ein ganz breites Spektrum an Methoden, das man da verwenden kann. Und wenn wir jetzt nochmal kurz bleiben, eben beim Usability-Testing als eine der zentralen Methoden, um die es in dieser Lehrveranstaltung gegangen ist, die sieht man eben auch sehr schön, zwei unterschiedliche Arten von Usability-Tests, die man eben auch differenziert platzieren kann in dieser Landkarte. So ein qualitativer Test, bei dem es um die Erhebung von qualitativen Daten geht, der ein Stück weit formativen Charakter hat, der wäre eben hier zu finden. Und auf der anderen Seite so etwas wie ein Usability-Benchmark-Test, wo es um die Erhebung von Messwerten, zum Beispiel Zeit zur Erfüllung eines Tasks geht, der wäre dann hier ungefähr eben zum Beispiel zu finden. Und je nachdem, welche Art von Daten man da jetzt erhebt, kann man dann auch unterschiedliche Dinge damit anfangen? Kann man die unterschiedlich weiterverwenden? Kann man unterschiedliche Fragestellungen damit beantworten? Methoden, die Ihnen etwas über das Verhalten der Leute sagen, die verraten Ihnen eben, wie sie sich verhalten, was sie tun würden. Und auf der anderen Seite Meinungserhebungsmethoden, die verraten Ihnen etwas darüber, was die Leute denken, beziehungsweise was sie aussagen, was sie behaupten. Und auf der anderen Ebene wieder oder in der anderen Dimension betrachtet, kann man sagen, die qualitativen Daten, das sind die Dinge, die Ihnen Erklärungen liefern, die Ihnen verraten, wieso etwas auftritt und die Ihnen auch Hinweise darauf geben, wie man Dinge verbessern oder wie man Probleme ausbessern und lösen könnte. Und auf der anderen Seite die quantitativen Daten, die verraten Ihnen eben etwas darüber, wie häufig etwas auftritt, beziehungsweise auch in welcher Intensität, in welcher Stärke der Ausprägung etwas auftritt. Genau. Schauen wir uns noch vielleicht als nächstes ganz kurz zwei Dimensionen ein bisschen genauer an. Zuallererst diese Dimension qualitativ versus quantitativ. Ich habe eben, wie gesagt, glaube ich, schon relativ viel auch darüber gesprochen, was es damit auf sich hat. Qualitative Daten sind eben Daten, mit denen man sich auf einer inhaltlichen Ebene auseinandersetzen muss und die eine mehr oder weniger beliebige Form annehmen können, während quantitative Daten jede Art von Daten sind, die man als Zahlen ausdrücken kann und die man dann quasi mathematisch oder statistisch auswerten kann. Und damit einhergehend ergeben sich auch viele, viele Implikationen daraus. Qualitative Daten sind zum Beispiel Daten, die typischerweise vor allem dazu dienen, also die der Zielsetzung nützlich sind, um Verständnis über etwas zu erlangen oder um eine Situation interpretieren zu können, während quantitative Daten geeignet sind zur exakten Messung oder zur Überprüfung von Hypothesen und Vorhersagen. Zusätzlich ist es so, wenn man qualitative Daten erhebt, dann ist es meistens so, dass das Sample, also die Gruppe an Menschen, die man da heranzieht zur Datenerhebung, meistens relativ klein ist und dass man relativ stark auswählen muss, wer in dieses Sample reinkommt. Ganz einfach, weil die Erhebung der Daten oft zeitaufwendig ist, aber insbesondere auch, weil die Analyse der Daten meistens sehr zeitaufwendig und zeitintensiv ist und auch nicht automatisiert werden kann. Auf der anderen Seite, bei quantitativen Methoden ist es in der Regel so, dass die Samplegröße, also die Gruppe an Menschen, die man da untersucht, meistens sehr groß ist oder sehr groß sein sollte. Je größer, desto besser, kann man da oft sagen. Und dass man dabei versucht, dieses Sample möglichst zufällig oder gegebenenfalls auch repräsentativ für eine Grundgesamtheit einer Personengruppe auszuwählen. Ganz einfach, weil diese quantitativen Daten sich eben meistens relativ leicht strukturiert erheben lassen und gleichzeitig auch automatisiert ausgewertet werden können. Bei qualitativen Methoden liegt der Fokus nicht so sehr auf spezifischen Variablen, die man untersuchen möchte, sondern der Fokus liegt vor allem auf einem Gesamtbild, von dem man sich einen Überblick verschaffen möchte, während bei quantitativen Daten immer ganz spezifische Variablen untersucht werden. Also zum Beispiel eine Erfolgsrate oder eine Zeitmessung oder eine Anzahl von Klicks, um ans Ziel zu kommen oder was auch immer. Aber eben ganz spezifische, konkrete, klar definierte Variablen. Die Art der erhobenen Daten eben bei qualitativen Methoden, alles kann alles sein, können Aussagen sein, können Zitate, Bilder, physische Objekte, was auch immer sein, während bei quantitativen Daten eben Zahlen und Statistiken sind. Genau. Bei der Datenanalyse ist es dann auch so, qualitative Daten
setzen immer ein gewisses Maß an Subjekt oder ja, setzen nicht voraus, man sollte vielleicht besser sagen. Bei der Auswertung von qualitativen Daten muss man immer mit einem gewissen Maß an Subjektivität rechnen, ganz einfach, weil diese Interpretation von diesen qualitativen Daten natürlich etwas Subjektives ist und weil es da immer einen Interpretationsspielraum gibt und wo es eben darum geht, dass man eben Muster und Gemeinsamkeiten erkennt. Und auf der anderen Seite bei der Auswertung von quantitativen Daten wird objektiv quasi vorausgesetzt, weil es eben darum geht, dass man quasi mathematische oder statistische Analyseverfahren korrekt anwendet und da muss dann immer dasselbe rauskommen. Also wenn es darum geht, auf Basis eines Datenbestands einen Mittelwert zu berechnen, egal wer das macht, da muss immer dasselbe Wert rauskommen, weil wenn was anders rauskommt, dann ist es einfach falsch. Die Ergebnisse, bei qualitativen Daten ist es oft so, dass die sich schlechter verallgemeinern lassen, während die Zielsetzung von quantitativen Untersuchungen in der Regel die ist, dass man eben verallgemeinerbare Ergebnisse zielt, dass man quasi eine Aussage treffen will, die über das beobachtete Sample, über die beobachtete Gruppe hinausgeht. Die wissenschaftliche Methodik ist bei qualitativen Methoden eben explorativ und bottom-up. Das heißt, man geht mit der Grundprämisse an die Sache heran, dass man sagt, ich weiß noch nichts oder ich weiß noch nicht viel über das, womit ich mich da beschäftige. Und ich möchte aber jetzt möglichst viel darüber lernen und ich setze mich explorativ damit auseinander und schaue, ob sich da irgendwelche Muster und Gemeinsamkeiten abzeichnen. Während quantitative Methoden bestätigend sind, also bei quantitativen Methoden muss man im Vorhinein schon sehr genau wissen, was man untersucht und dann eben auch gezielt die Variablen so definieren und so erheben, dass man dann quasi diese konkreten Daten rausbekommt, die man haben möchte. Die grundsätzliche Betrachtungsweise des menschlichen Verhaltens ist bei qualitativen und quantitativen Methoden auch unterschiedlich. Bei qualitativen Methoden liegt quasi so die Annahme zugrunde, dass menschliches Verhalten etwas Dynamisches, etwas Situationsbedingtes, etwas Soziales und etwas Persönliches ist. Das heißt, da könnte man sagen, das ist eine sehr individuelle Betrachtungsweise oder die legt einen sehr großen Fokus auf das Individuum und auf die individuellen Unterschiede der Menschen. Während es bei quantitativen Daten quasi die Perspektive gibt, dass man sagt, das menschliche Verhalten ist regulär und vorhersagbar. Das trifft eben natürlich auf das einzelne Individuum und auf den einzelnen Menschen in der Regel nicht zu. Aber wenn man quasi eine große Kohorte, eine große Gruppe an Menschen betrachtet, dann ist es oft eben so, dass dieses Verhalten der ganzen Gruppe vorhersagbar und regulär wird oder dass es da Muster gibt, die man erkennen kann. Der Fokus von qualitativen Methoden ist in der Regel eher weit. Eben weil man sagt, man weiß noch nicht viel und man will sich überraschen lassen und man begegnet dem mit einer gewissen Offenheit und will sich nicht einschränken in dem, was man da quasi erhebt und beobachtet, während quantitative Methoden meistens einen sehr, sehr engen und einen sehr spezifischen Fokus haben, weil es eben darum geht, bestimmte Messwerte zu erheben oder bestimmte vordefinierte oder vorformulierte Hypothesen zu überprüfen. Und auch die Berichterstattung, also wie man das Ganze dann festhält und dokumentiert, ist eben bei qualitativen Daten in der Regel narrativ und kontextuell, während sich quantitative Daten in erster Linie statistisch ausdrücken lassen. Also so viel noch einmal als kurzer Überblick für einige wesentliche Unterschiede zwischen qualitativen und quantitativen Daten, wenn man die im Rahmen von User Research Methoden erhebt. Die zweite Dimension, die ich mir dann noch kurz mit Ihnen anschauen möchte, ist die Dimension von Befragung versus Beobachtung. Und vielleicht ist das komplett logisch und offensichtlich, aber es war mir trotzdem wichtig, dass ich es auf die Folie schreibe. Wenn Sie etwas über das Verhalten der Menschen lernen wollen, dann beobachten Sie sie am besten. Und wenn Sie etwas über die Meinungen der Menschen lernen wollen, dann befragen Sie sie dazu. Weil Meinungen sind etwas, das kann man eh nicht beobachten, das kann man eh eigentlich nur erfragen. Und wichtig ist aber, dass diese zwei Zugänge eben nicht beliebig austauschbar sind. Und das betone ich deshalb so, weil es meiner Erfahrung nach eben schon oft der Fall ist, dass versucht wird, dass man etwas über das Verhalten der Menschen lernt, indem man sie befragt. Und das funktioniert einfach weniger gut, als dass man sie beobachtet. Also Jacob Nielsen hat das auch einmal sehr, sehr radikal und sehr plakativ in einem Satz zum Ausdruck gebracht, wo er gesagt hat, to design an easy-to-use interface, pay attention to what users do, not what they say.
Self-reported claims are unreliable as are user speculations about future behavior. Also dass Aussagen darüber, wie sich Menschen verhalten, in der Regel ganz einfach unzuverlässig und weniger verlässlich und stabil sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, beide Zugänge haben ihre Berechtigung. Also wie gesagt, so etwas wie Meinungen sind natürlich etwas, das kann man nicht wirklich sinnvoll von außen beobachten. Da kommt man nur dazu, das kann man nur erheben, indem man die Leute eben danach fragt. Und deshalb ist es auch wichtig, wenn man jetzt diese Befragungsstrategien anwendet, dass man weiß, was sind Fragen, die Leute gut beantworten können, was sind Fragen, die sie nicht gut beantworten können. Und dazu auch ein paar Tipps noch für Sie. Dinge, die Personen wissen und auch leicht beantworten können, sind eben zum Beispiel, was sie gerade tun. Das ist ja zum Beispiel auch das Prinzip von diesem Thinking Aloud-Protokoll, wie man es beim Disability-Test verwendet. Da ist es auch einfach Aufgabe der Leute, auszusprechen, was sie gerade tun. Und das ist etwas, das ist zuverlässig und das fällt den Leuten auch leicht. Sie können beschreiben, wie sie vorgehen. Was auch besonders gut immer funktioniert, die Meinung zu einer bestimmten Sache abgeben oder sich über etwas beschweren. Die meisten Leute beschweren sich wahnsinnig gern. Also das ist immer eine tolle Quelle für Feedback, dass man den Leuten einfach mal dabei zuhört, was ihnen nicht gefällt und wo sie sich darüber beschweren können. Also vielleicht insbesondere auch ein besonders österreichischer Wesenszug, dieses sich über etwas beschweren, dass man das gern tut und oft tut. Sie können sagen, wie sehr Sie etwas mögen oder nicht mögen, und Sie können vor allem auch Dinge gut miteinander vergleichen, wenn man Ihnen etwas Konkretes in die Hand gibt, was Sie miteinander vergleichen können. Hingegen, worin Leute schlecht sind oder Arten von Fragen, die Leute schlecht beantworten können, ist eben zum Beispiel, dass Sie Dinge abschätzen müssen, so etwas wie eine Zeit oder auch eine Distanz. Also wenn man jetzt zum Beispiel so eine Frage stellt wie, wie viele Stunden pro Tag verbringen Sie im Schnitt täglich vor dem Computer, dann ist das etwas, da kann ich jetzt eine Schätzung abgeben, aber diese Schätzung, die ist mehr ein Bauchgefühl als eine exakte Zahl, die dann auch am Ende tatsächlich stimmt. Und das Problem dabei ist, wenn man jetzt so etwas fragt, wie zum Beispiel, wie viele Stunden pro Tag verbringen Sie im Schnitt täglich vor dem Computer, dann ist das Problem dabei auch, wenn Sie so eine Frage stellen, dann werden Ihnen die Leute auf jeden Fall antworten, auch wenn es eine schlechte Antwort ist. Weil wenn man sowas fragt, dann saugt man sich halt irgendwas aus den Fingern. Also auch wenn ich es schlecht abschätzen kann, sage ich halt irgendwas, nur damit ich halt eine Antwort gegeben habe. Und das trägt dann natürlich noch viel mehr dazu bei, dass diese Daten unzuverlässig sind, weil die Leute Ihnen antworten, egal ob Sie das jetzt gut oder schlecht, exakt oder ungenau beantworten können. Auch sehr schlecht sind Menschen in der Regel darin, sich in hypothetische Situationen hineinzuversetzen, zu entscheiden, was sie tun würden oder Annahmen zu treffen, ob sie etwas verwenden würden, ob sie etwas mögen würden, ohne dass sie einen konkreten Anhaltspunkt dafür haben. Also so etwas wie, dass sie einer Testperson einfach eine hypothetische Situation kurz verbal beschreiben und dann fragen, glaubst du, funktioniert das oder glaubst du, dir wird das gefallen oder glaubst du, du würdest dir dieses Produkt kaufen? So etwas funktioniert einfach nicht. Das ist so weit losgelöst von dieser tatsächlichen Lebensrealität, wenn man dann in der Situation drin ist, da kriegt man einfach keine vernünftigen Daten raus. Also insbesondere zwei Dinge, die man nicht oder die man eben schlecht erfragen kann und wo man gar nicht versuchen sollte, dass man die erfragt, konkrete Zahlen abzuschätzen, also sowas wie Zeiten, Distanzen und so weiter, und andererseits alles, was einen dazu zwingt, dass man sich in eine hypothetische Situation hineinversetzt. Entschuldigung. Zu guter Letzt noch ein Hinweis auch darauf, auf einen weiteren Nutzen von User Research Methoden. Also zuallererst geht es bei User Research, wie gesagt, immer darum, dass man etwas von den Menschen, über die Menschen und ihre Verhaltensweisen lernt. Aber diese Einbindung der Benutzerinnen und Benutzer mittels User Research, insbesondere direkt in einem Design- oder Entwicklungsprozess, die kann auch noch zwei andere wichtige, nützliche Funktionen, die miteinander zusammenhängen, erfüllen. Nämlich einerseits ist es nützlich, um die Erwartungshaltung der Benutzerinnen und Benutzer zu managen oder zu prägen, damit quasi zum Beispiel realistische Erwartungen an ein fertiges System entstehen und damit am Ende auch keine bösen Überraschungen oder Enttäuschungen auftreten. Also wenn man quasi über diesen User Research Prozess in den Design- und Entwicklungsprozess eingebunden ist, dann bekommt man natürlich ein Stück weit auch Einblick darauf, wie das fertige Resultat ausschauen wird, und werden quasi die Erwartungen der Leute gemanagt. Und andererseits, wenn man die Leute jetzt einbezieht in diesen Prozess, dann ist ein weiterer Vorteil auch, dass man quasi so etwas wie Co-Ownership
etabliert. Das heißt, die Benutzerinnen und Benutzer haben die Möglichkeit, dass sie aktiv am Entwicklungsprozess teilnehmen, und das verringert dann eben den Widerstand gegen Änderungen und erhöht die spätere Akzeptanz des fertigen Produkts. Ganz einfach, weil man eben das Gefühl hat, man war selbst dabei beteiligt, man hat selbst mitgemacht, man hat selbst etwas dazu beigetragen, dass da am Ende etwas dabei herauskommt. Das ist natürlich etwas, das kommt jetzt nicht unbedingt zum Tragen, wenn Sie ein Produkt entwickeln, das Sie dann irgendwie öffentlich vertreiben. Wenn es sich zum Beispiel um Auftragsarbeiten für jemanden handelt oder für Auftragsarbeiten mit einem relativ kleinen Benutzerkreis, der dann später damit arbeiten soll, dann sind diese Aspekte Management von Erwartungen und Co-Ownership sehr, sehr wertvoll, die sich eben aus diesem User-Research-Prozess oder aus diesem Usability-Engineering-Prozess heraus ergeben können. Gut, soviel erstmal als Überblick zu User Research Methoden. Und damit komme ich zum zweiten inhaltlichen Teil der heutigen Vorlesung, nämlich der Methode des Card Sortings. Und Card Sorting ist, finde ich, eine wirklich nützliche Methode. Es ist eine Methode, die ich in der Vergangenheit eigentlich schon recht oft gebraucht habe und nützlich gefunden habe. Also eine der Methoden, die ich gleich, eine der häufigeren Methoden, die ich schon in der Praxis auch brauchen konnte. Und von der Idee her ist Card Sorting eigentlich eine relativ, von der Grundidee her ist Card Sorting eigentlich eine relativ einfache Methode. Es ist auch wieder der Name schon so, dass man eigentlich aus dem Namen heraus schon sich ein sehr gutes Bild davon machen kann, worum es geht. Bei Card Sorting geht es ganz einfach darum, dass man Kärtchen sortiert. Das schaut dann eben ungefähr so aus, wie man es hier auf dieser Folie in diesen zwei Fotos sieht, dass eben Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Stapel an einzelnen Kärtchen entsprechend gewisser Vorgaben sortieren sollen, also eine Sortierübung. Wozu macht man das Ganze jetzt? Card Sorting ist eine Methode, die in erster Linie dazu geeignet ist, um Informationen zu strukturieren. Und es ist eine generative User Research Methode, das heißt, es geht darum, dass man etwas daraus generiert, dass man etwas Neues hervorbringt, dass man etwas Neues konstruiert. Und das Ganze ist vor allem dazu nützlich, um Taxonomien oder um eine Informationsarchitektur entwickeln zu können. Das Ganze ist eine Methode, die eben darauf abzielt, dass man das mentale Modell der Benutzerinnen und Benutzer versteht, also insbesondere, dass man versteht, oder konkreter gesprochen, dass man versteht, welche Strukturen Menschen in eine Sammlung von Informationen reinbringen würden, wie sie die gliedern würden, wie sie die strukturieren würden. Das Grundprinzip ist eben, dass entweder einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder eine Gruppe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschiedene Begriffe, die auf Karten stehen, in unterschiedliche Kategorien sortiert. Also ein recht einfaches Grundprinzip. Die Herausforderung, die man quasi mit dieser Methode lösen kann, ist die, dass man entweder zu Beginn eine große Sammlung von einzelnen Inhalten oder von einzelnen Begriffen hat, denen es komplett an Struktur fehlt, also gibt es noch überhaupt keine Struktur, oder dass man es mit einer bestehenden großen Struktur zu tun hat, die man entweder evaluieren oder umgestalten, also redesignen möchte, oder aber auch um bestehende Strukturen, um neue Begriffe oder um neue Inhalte ergänzen zu können. Und bei dieser Methode geht es eben darum, dass man herausfindet, wie eben die Benutzerinnen und Benutzer diese Informationen verwenden wollen und wo sie sich erwarten würden, bestimmte Informationen zu finden. Und Card Sorting hilft eben dabei zu verstehen, wie die Leute einzelne Inhalte, einzelne Informationen strukturieren würden, welche Zusammenhänge sie da zwischen den einzelnen Begriffen und Inhalten finden und wie sie das Ganze organisieren würden. Und aus dem Ergebnis lässt sich dann eben zum Beispiel eine Informationsarchitektur für ein Menü oder für eine Website ableiten oder auch Taxonomien und so weiter. Und wenn wir nochmal zurückkehren zu unserer Landkarte der User Research Methoden, die wir vorher schon gesehen haben, da ist auch Card Sorting zu finden. Und da sieht man eben, Card Sorting ist eben eine Methode, die darauf abzielt, etwas über die Meinung, über die Sichtweise der Menschen zu erfahren. Und also es ist quasi eine aktivitätszentrierte Möglichkeit, die Meinung der Menschen einzuholen.
Und man sieht auch Card-Sorting, also in diesen zwei Pfeilen sieht man, Card-Sorting kann sowohl zur Erhebung von qualitativen Daten als auch zur Erhebung von quantitativen Daten verwendet werden, je nachdem, wie man die einzelne Studie dann aufsetzt und durchführt. Vorteile von Card-Sorting sind eben, es ist eine relativ einfache Methode, die schnell erlernt ist, die auch relativ einfach durchzuführen ist. Es ist auch eine gut etablierte Methode. Also diese grundsätzliche Methodik des Card-Sortings, die gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert, wo das in der Psychologie eingesetzt wurde für die Entwicklung von Informationsarchitekturen, beziehungsweise im Kontext von Human-Computer-Interaction wird Card-Sorting, glaube ich, seit den 1980er Jahren, glaube ich, eingesetzt. Hat insbesondere in den 1990er Jahren an Popularität gewonnen, wo es eben darum gegangen ist, dass das World Wide Web explodiert ist und da ist einfach das Thema Informationsarchitektur viel wichtiger geworden und hat viel mehr Bedeutung entwickelt. Aber die ersten Beispiele für Card-Sorting in der Human-Computer-Interaction, die findet man schon, glaube ich, in den 1980er Jahren sogar. Es ist eine Methode, die sich relativ schnell vorbereiten lässt. Also es ist kein enorm hoher Vorbereitungsaufwand notwendig. Es ist recht kostengünstig in der Durchführung. Man findet natürliche Gruppierungen, ohne dass man die Menschen direkt fragen muss. Das heißt, insbesondere für große Strukturen ist das auch ein großer Vorteil, weil angenommen, Sie haben da jetzt 100 Begriffe, die Sie irgendwie strukturieren möchten, wenn Sie das jetzt einen Begriff nach dem anderen im Rahmen von einem Interview durchgehen, dann ist das natürlich erstens eine recht ineffiziente und zeitaufwendige Sache. Es ist gleichzeitig auch eine sehr unübersichtliche Sache, wenn Sie da einen Begriff nach dem anderen durchgehen, wäre quasi dieses alle Begriffe auf einzelnen Kärtchen am Tisch liegend, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern so etwas wie eine gesamtheitliche Auseinandersetzung mit der Gesamtheit der Infrastruktur, der Informationsstruktur ermöglicht und quasi dann die Entwicklung von Clustern und von Strukturen bottom-up ermöglicht. Es ist eben eine User Research Methode, die auch wieder die Möglichkeit bietet, dass man Benutzerinnen und Benutzer direkt in den Designprozess einbindet und dass sie sich berücksichtigt fühlen. Dieses Co-Ownership, von dem ich vorher auch schon gesprochen habe. Und es ist eine Methode, die insbesondere nützlich ist, eben für große Strukturen mit vielen Unterpunkten, wie eben zum Beispiel für große Websites, für Webportale oder auch für Menüstrukturen, wo man dann die einzelnen Befehle in Menüs gliedern möchte. Auf der anderen Seite hat Card-Sorting natürlich so wie jede Methode auch seine Nachteile. Ein wesentlicher Nachteil von Card-Sorting ist, es ist quasi content-zentriert und kontextfrei. Das heißt, der Fokus liegt ganz strikt auf der inhaltlichen Gruppierung, während die Aufgaben und die Tasks, die die Benutzerinnen und Benutzer innerhalb dieser Informationsstruktur erledigen sollen oder erledigen wollen, nicht berücksichtigt werden. Also es ist quasi eine Methode, die losgelöst von einer tatsächlichen realistischen Verwendung des späteren Systems stattfindet. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Ergebnisse zwischen unterschiedlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern stark variieren können. Das ist vor allem dann ein Problem, wenn man weniger Teilnehmer hat. Mit steigender Teilnehmerzahl stellt man meistens fest, dass sich dann schon ein gewisser Konsens herauskristallisiert. Aber das bedeutet insbesondere auch, dass man oft eine relativ große Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern braucht. Das ist auch was, da komme ich später noch drauf zurück. Die Analyse der Ergebnisse kann sehr zeitaufwendig sein, das muss man auch dazu sagen. Also die Methodik an sich ist einfach und schnell. Die Analyse der Ergebnisse kann aber durchaus komplex und zeitaufwendig werden. Und zusätzlich ist ein weiterer Nachteil, dass immer das Risiko besteht, dass man nur sehr oberflächliche Ergebnisse rausbekommt. Und zwar insbesondere dann, wenn sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Cardsorting nicht ausreichend mit den tatsächlichen Inhalten, die hinter den Begriffen, die auf den Karten stehen, auseinandersetzen oder wenn sie die Begriffe nicht richtig verstehen. Dann kann das zu Missverständnissen führen oder eben zu sehr oberflächlichen Ergebnissen. So, wie führt man jetzt ein Card-Sorting durch? Nun, zuallererst einmal muss man sich natürlich einen Überblick verschaffen, welche Begriffe man sortieren lassen möchte. Und die Begriffe schreibt man dann auf einzelne Kärtchen. Die Kärtchen breitet man auf einem großen Tisch aus und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen dann die Aufgabe, dass sie die Kärtchen in Gruppen sortieren. Und zusätzlich sollte man noch leere Papierzettel, leere Post-its bereitlegen, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann auch Namen für die Kategorien ergänzen können zu ihren sortierten Kartenstapeln. Man sollte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wieder anhalten, dass sie Thinking Aloud verwenden, dass sie also quasi während der Sortierung
mitsprechen und erklären, wieso sie die Dinge so sortieren, wie sie sortieren. Und als Moderator oder Moderatorin sollte man eben das Geschehen beobachten, ohne das Ergebnis zu beeinflussen. Und am Ende sammelt man dann eben die Ergebnisse von dem Card-Sorting ein und versucht, Muster und Gemeinsamkeiten in diesen Ergebnissen, in diesen Einzelergebnissen ausfindig zu machen, um daraus dann eben eine Taxonomie oder eine Informationsarchitektur ableiten zu können. Zur Vorbereitung der Begriffe, eine ungefähre Daumenregel für eine geeignete Anzahl der Begriffe ist, dass man typischerweise mehr als 30 haben sollte, weil sonst ist es einfach nicht wahnsinnig gehaltvoll, sonst ist einfach die Anzahl der Inhalte so beschränkt, dass man vielleicht gar kein Card-Sorting braucht. Aber wichtiger ist die Obergrenze als Daumenregel, dass man schaut, dass man nicht über 100 Begriffe geht, weil sonst wird diese Struktur, diese Informationssammlung so ausufernd und so unübersichtlich, dass sich die Leute ganz einfach schwer damit tun, dass sie das noch sinnvoll sortieren können. Auf die Karten schreibt man dann eben einfach die Namen zum Beispiel von Menüpunkten oder den Titel von den einzelnen Seiten innerhalb einer Website oder Bereiche einer Website, halt irgendwelche deskriptiven, anschaulichen, gut verständlichen Begriffe, die das möglichst gut veranschaulichen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was sich auch hinter dem Begriff birgt, aber auch nicht zu ausufernd. Also man sollte auch nicht jedes Mal irgendwie einen Absatz lesen müssen bei jedem Kärtchen, bevor man es sortieren kann. Also die sollten schon sprechend sein, die sollten schon verständlich sein, recht schnell verständlich sein. Und wichtig ist vor allem, wenn man die Karten bzw. wenn man die Begriffe vorbereitet, dass man darauf achtet, dass keine bestehenden Strukturen daraus hervorgehen, insbesondere auch nicht indirekt, also dass nicht irgendwie eine Kategorie aus der Formulierung der Begriffe heraus gelesen werden kann, zum Beispiel, weil immer wieder dasselbe Wort in der Formulierung eines Begriffs auftaucht. Also angenommen, Sie würden eine Informationsarchitektur für eine Website gestalten und da gibt es irgendwie einen persönlichen Bereich und in diesem Bereich sind lauter so Menüpunkte drinnen wie mein Profil, mein Konto, meine Favoriten, meine Bestellungen und so weiter, dann wäre ein riesiges Problem bei diesen Begriffen, dass da jeder von diesen Begriffen mit mein oder meine anfängt. Und dadurch, dass quasi jeder von den Begriffen mit mein oder meine anfängt, werden wahnsinnig viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wahrscheinlich fast alle oder alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, diese Begriffe ganz automatisch, intuitiv zusammengruppieren, weil einfach in der Formulierung von diesen Begriffen, in diesem gemeinsamen Wortstamm zu Beginn quasi schon so eine Ähnlichkeit auf den ersten Blick einem ins Auge springt, dass man quasi gar nicht drum herum kommt, als dass man die gemeinsam sortiert. Und sowas verzerrt natürlich das Ergebnis, weil sie quasi in der Formulierung der Begriffe schon ein Muster mit reintragen, das dann einfach nur von den Leuten übernommen wird. Und das verfälscht dann natürlich das Ergebnis. Und zu guter Letzt ist natürlich auch wichtig eben bei der Formulierung der Begriffe, dass die Begriffe für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verständlich sein müssen. Zur Auswahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wie immer, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten der Zielgruppe des Produkts entsprechen und es sollten sämtliche Zielgruppen berücksichtigt werden. Insbesondere bedeutet das, dass man idealerweise oder in der Regel sein Card-Sorting eben nicht intern durchführen kann und nicht intern durchführen soll, also nicht mit den Kolleginnen und Kollegen, nicht mit Entwicklerinnen und Entwicklern oder mit der Projektleitung oder mit der Marketingabteilung oder sonst irgendwem, sondern eben mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die auch wirklich der Zielgruppe des Systems und des Produkts entsprechen. Und zur Anzahl der Teilnehmer ist die Empfehlung, die man in der Literatur typischerweise findet, dass man für ein Card-Sorting ungefähr 15 bis 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anpeilen sollte. Das heißt, wenn Sie sich zurückerinnern zur empfohlenen Teilnehmerzahl für Usability-Tests, das sind deutlich mehr. Also die Empfehlung von Nielsen war ja für Usability-Tests 5 Testpersonen, für qualitative Tests. Und hier haben wir es eben mit einer Empfehlung von 15 bis 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu tun. Das entspricht eher dem, was man in der Literatur als Empfehlung liest für summative Usability-Tests und nicht für formative Usability-Tests. Und diese Zahl, die kommt eben zum Beispiel aus diesem Paper von Tallis und Wood aus dem Jahr 2004, die sich eben die Korrelation von einzelnen Sortings mit steigender Sample-Size angeschaut hat. Das ist diese Grafik, die Sie hier links unten sehen. Und da sieht man eben so hier bei etwas über 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 12 bis 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, da stabilisiert sich quasi der Korrelationskoeffizient
für die Gemeinsamkeiten dieser einzelnen Sortierungen bei 0,9. Das heißt, das ist ja schon relativ hoch. Und gleichzeitig dieser Error Bar, also diese Abweichung, die Streuung, die man da hat, die nimmt zunehmend ab. Das heißt, so ab 15 Teilnehmern bis 30 hat man quasi so den Kosten-Nutzen-Sweet Spot von der Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn man so ein Card-Sorting durchführt. Eine weitere Überlegung, wenn man so etwas dann plant und macht, ist, ob man ein Card-Sorting in Einzelsitzungen oder in Gruppensitzungen durchführt. Und Einzelsitzungen bedeuten eben jeder Mensch alleine für sich für das Card-Sorting durch und Gruppensitzungen bedeuten eben mehrere Leute gemeinsam arbeiten an einem Card-Sorting. Einzelsitzungen sind in der Regel einfacher zu koordinieren, insbesondere wenn man Card-Sortings remote, also digital online macht, dann ist man in der Regel auf Einzelsitzungen beschränkt. Also Online-Tools unterstützen meistens Gruppensitzungen entweder gar nicht oder eher schlecht. Beziehungsweise die Vorteile von Gruppensitzungen kommen bei Remote-Tests einfach auch nicht wirklich sinnvoll zur Geltung. Und ein weiterer großer Vorteil ist natürlich, Einzelsitzungen sind unbeeinflusst von irgendeiner Gruppendynamik. Das heißt, jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin kann unbeeinflusst ihre eigene Sichtweise zum Ausdruck bringen und sie liefern mehr individuelle Ergebnisse bei gleicher Teilnehmer- und Teilnehmerinnenanzahl. Und die Vorteile von solchen Einzelsitzungen, die kommen meiner Einschätzung nach vor allem bei quantitativen Card-Sortings zum Tragen, weil sie eben insbesondere mehr individuelle Ergebnisse zur statistischen Auswertung liefern. Auf der anderen Seite, Gruppensitzungen haben auch ihre Vorteile. Gruppensitzungen liefern in der Regel reichhaltigeres Feedback, weil es eben aus dieser Gruppensituation heraus zwangsläufig zu Diskussionen und Unterhaltungen der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommt. Und die sind natürlich für Sie als Beobachterin oder Beobachter wahnsinnig wertvoll und wahnsinnig nützlich, um qualitatives Feedback zu erhalten und einen Einblick in die Überlegungen und Gedankengänge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu bekommen. Ein weiterer Vorteil kann auch sein, dass Sie eben Kompromisse liefern, weil eben quasi eine Gruppe von mehreren Personen ein gemeinsames Ergebnis erzielen muss. Sie müssen sich auf ein gemeinsames Ergebnis einigen. Und dadurch sind die Ergebnisse manchmal einfacher zu analysieren, als wenn Sie es mit sehr vielen und eventuell auch sehr unterschiedlichen Einzelergebnissen zu tun haben. Wobei man auch dazu sagen muss, wenn Sie Gruppensitzungen durchführen, dann ist es sinnvoll, dass Sie die Gruppengröße relativ stark beschränken. Also auch wenn man sagt, man braucht 15 bis 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ein Card-Sorting, wenn Sie Gruppensitzungen machen, dann machen Sie nicht 15 Leute auf einmal, weil da geht natürlich die Meinung Einzelner zwangsläufig unter, sondern teilen Sie es auf in mehrere Gruppen zu maximal 3 Personen. Also zum Beispiel 5 Gruppen zu jeweils 3 Personen, damit Sie am Ende auf 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen. Weil wenn Sie da mehr als 3 Personen in einer Gruppe haben, dann ist es eben so, dass, wie gesagt, dass die Leute sich nicht mehr einbringen können, dass sie ihre Meinung nicht mehr zum Ausdruck bringen können. Dann ist auch das Problem natürlich, dass die Gruppendynamik eine sehr starke Überhand nehmen kann, dass vielleicht die Leute mit einem dominanteren Auftreten dann quasi das Ergebnis diktieren, während andere überhaupt nicht zu Wort kommen und so weiter. Also auch wenn Sie Gruppensitzungen machen, immer nur in einer beschränkten kleinen Gruppengröße mit maximal Daumengröße, Daumenempfehlung, maximal 3 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Gruppe. Und die Vorteile von solchen Gruppensitzungen, die sind, würde ich sagen, vor allem qualitativ nutzbar. Also die sind vor allem deshalb qualitativ nutzbar, weil eben diese Unterhaltungen und diese Diskussionen, die da zwangsläufig zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden, sehr gehaltvoll sein können oder in der Regel sehr gehaltvoll sein werden. Eine weitere wichtige Überlegung und Entscheidung, wenn man jetzt so eine Card-Sorting-Session plant, ist, ob man ein offenes oder ein geschlossenes Card-Sorting durchführen möchte. Und ein offenes Card-Sorting ist ein Card-Sorting, wo es keine vorgegebenen Gruppierungen gibt. Das heißt, da bekommen die Leute einfach den Stapel mit Kärtchen, den Stapel mit Begriffen und sollen die halt clustern und zu Gruppen zusammenführen, wie sie wollen und können auch beliebige Kategorien selber definieren und selber erfinden. Und es ist quasi die Aufgabe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, selbst Gruppen zu finden. Und so ein offenes Card-Sorting, das ist vor allem nützlich für Neuentwicklungen oder auch für ein Redesign von bestehenden Menüstrukturen oder von bestehenden Informationsarchitekturen. Auf der anderen Seite, ein geschlossenes Card-Sorting ist ein Card-Sorting, wo die Leute sich eben die Kategorien
nicht selber ausdenken und aussuchen können, sondern wo es vorgegebene Kategorien gibt, wo Sie quasi als Moderator oder Moderatorin die Kategorien, die zur Auswahl stehen, vorgeben und vordefinieren. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dann die Aufgabe, dass sie die einzelnen Begriffe in die vorgegebenen, vordefinierten Kategorien einsortieren. Und solche geschlossenen Card-Sortings, die werden in der Regel weniger interessant sein als offene Card-Sortings, weil offene Card-Sortings liefern in der Regel reichhaltigere und interessantere Ergebnisse. Sie können, also solche geschlossenen Card-Sortings, die können dann Sinn machen oder die können dann nützlich sein. Einerseits, wenn es darum geht, um bestehende Informationsstrukturen zu evaluieren, also um sich quasi anzuschauen, ob die Leute das so sortieren würden, wie es schon jetzt gegliedert und strukturiert ist, oder insbesondere auch, um bestehende Strukturen einfach zu ergänzen. Also wenn quasi die Informationsarchitektur schon feststeht und wenn daran nicht mehr zu rütteln ist und wenn man die auch nicht ändern darf, dann kann so ein geschlossenes Card-Sorting ganz nützlich und interessant sein, eben um die bestehende Strukturen, um neue Begriffe und um neue Inhalte zu erweitern. Aber in den meisten Fällen ist ein offenes Card-Sorting wahrscheinlich das Interessante. Also wenn Sie daran zweifeln, ob Sie ein offenes oder ein geschlossenes machen sollen, in den meisten Fällen sind Sie wahrscheinlich besser beraten, wenn Sie auf ein offenes Card-Sorting setzen. Gut, während der Card-Sorting-Session selbst gibt es eben wieder Beobachterinnen und Beobachter, die dabei zuschauen, so ähnlich wie bei einem Usability-Test. Und die Aufgaben der Beobachterinnen und Beobachter, die sind bei einem Card-Sorting eh auch ganz ähnlich zu dem wie bei einem Usability-Test. Es geht eben darum, dass man beobachtet, ohne das Ergebnis zu beeinflussen, dass man den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegebenenfalls bei Fragen und Unklarheiten zur Seite steht. Das ist ein großer Unterschied wieder zum Usability-Test. Also wenn bei einem Card-Sorting Unklarheiten auftauchen, beantworten Sie die, damit machen Sie das Ergebnis nicht schlechter oder verfälschen es nicht, sondern Sie machen es besser, weil eben Missverständnisse und Unklarheiten das Ergebnis tendenziell nach unten ziehen oder zu verfälschen können. Das heißt, wenn Sie sich erinnern, beim Usability-Test habe ich ja gesagt, keine Fragen beantworten. Beim Card-Sorting würde ich sagen, als Beobachter oder Beobachterin unbedingt beantworten, wenn es was gibt. Kommentare oder Diskussionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben schriftlich festhalten und dokumentieren oder eben gegebenenfalls auch wieder Audioaufnahmen machen zur Protokollierung, Zettel oder Post-its für Kategorien bereithalten, motivierend eingreifen, wenn das Card-Sorting Schwung verliert. Das ist auch ganz interessant. Die meisten Card-Sorting-Sessions, die haben so eine ganz eigene Dynamik, wenn man sich die anschaut. Die starten meistens mit einem recht großen Enthusiasmus und einer recht großen Energie. Und am Anfang geht es relativ schnell, insbesondere, dass man die Begriffe sortiert, die relativ leicht irgendwie sortierbar sind oder wo man leicht Gemeinsamkeiten findet. Und dann ist es oft so, dass das ein bisschen ins Stocken gerät. Dann, wenn quasi die Begriffe überbleiben, wo man nicht so recht weiß, wohin damit und so weiter. Und da geht es dann auch darum, dass man quasi die Dynamik am Leben erhält in der Session, dass man die Leute motiviert, dass sie dranbleiben und weitermachen und mitmachen, damit man eben zum Ziel kommt. Und zu guter Letzt, wenn dann die Leute fertig sind mit der Sortierung der Kärtchen, ist es natürlich auch die Verantwortung der Beobachterinnen und Beobachter beziehungsweise der Moderatorin oder des Moderators, die gefundenen Gruppierungen nach der Sitzung einzusammeln und sicher zu verwahren. Und da muss man insbesondere auch dazu sagen, das ist was, das darf man auch nicht unterschätzen, weil das Ergebnis, also das physische Ergebnis von so einem Card-Sorting, das ist natürlich sehr fragil. Also da kann ganz leicht was durcheinander kommen. Da muss dann nur ein Kärtchen vom Tisch runterfallen und schon kann es sein, dass man nicht mehr weiß, wo das hingehört hat. Das heißt, da muss man wirklich auch schnell und gründlich und vorsichtig sein, dass man eben quasi die Ergebnisse bewahrt und dass die nicht verloren gehen, weil es eben ganz leicht sein kann, dass da was verschoben wird oder dass einem was verrutscht und dann verzerrt man auch wieder das Ergebnis. Gut. Klassischerweise führt man solche Card-Sortings jetzt eben, wie gesagt, mit Papierkärtchen auf einem großen Tisch durch. Es gibt aber auch spezielle Software zur Durchführung von Card-Sortings, die auch ganz nützlich und auch ganz interessant sind. Zwei Tools, die sich als erstes auf der Folie aufgelistet sehen, das Optimal Sort und das UX Tweak. Gibt noch mehr, aber das sind zwei recht bekannte und recht etablierte Tools. Das sind eben webbasierte Tools,
wo sie quasi das Card-Sorting in diesem Online-Portal von diesem Service-Provider vorbereiten können. Und danach können dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer quasi auf diese vorbereitete Card-Sorting-Studie zugreifen und die Sortierung direkt in ihrem Webbrowser durchführen. Und diese Online-Web-Tools, die sind insbesondere sehr nützlich, um unmoderierte Remote-Card-Sorting-Sessions durchzuführen. Also die sind insbesondere nützlich, wenn sie quasi, wenn sie sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichen wollen, also wenn sie ein Card-Sorting vorbereiten und dann einfach dieses Card-Sorting an 50 oder 100 Leute ausschicken und die sortieren ihnen die Kärtchen dann. Kann man natürlich auch asynchron durchführen, wenn es unmoderiert ist, das heißt, da muss man dann auch nicht irgendwie die Leute betreuen, sondern man lässt die Leute einfach selbstständig arbeiten, wann sie halt Zeit dafür haben. Zusätzlich gibt es auch einige Desktop-basierte Software zur Durchführung von Card-Sorting, wie zum Beispiel SimCaps. Das ist ein recht solides Programm für Windows. Gibt es schon seit vielen Jahren. Seit ein paar Jahren ist es, glaube ich, auch als Freeware verfügbar. Also früher war es, glaube ich, kommerziell. Inzwischen ist es kostenlos. Beziehungsweise für Mac gibt es XSort. Das ist auch, gibt es auch schon seit einigen Jahren und wird, sagen wir mal, teilweise gewartet und gepflegt. Also es wird, glaube ich, nicht aktiv weiterentwickelt, aber es wird zumindest so weit weiterentwickelt, dass es auf aktuellen Versionen von macOS noch lauffähig ist. Und solche Desktop-basierten Lösungen, die sind dann natürlich typischerweise wieder für persönliche Sessions geeignet, wo sie dann quasi den Leuten den Computer zur Verfügung stellen, wo sie das dann durchführen, persönlich vor Ort. Der Funktionsumfang von diesen Tools ist typischerweise eben so, dass man direkt im Werkzeug die einzelnen Kärtchen mit den Begriffen vorbereiten kann, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch direkt im Tool die Sortierung der Kärtchen durchführen können und dass die Tools auch direkt Analyse und Visualisierung der Ergebnisse ermöglichen. Und genau. Und grundsätzlich gibt es auch andere Werkzeuge, die man jetzt für die Durchführung der Card-Sorting-Session verwenden kann. Auch so allgemeine Online-Kollaborationstools können dafür auch ganz gut geeignet sein. So etwas wie Miro zum Beispiel, falls Sie das zufällig kennen. Das ist so eine Online-Plattform für kreative Remote-Online-Kollaboration, wo man eben auch theoretisch sehr, sehr einfach jetzt mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern so ein Card-Sorting durchführen könnte. Aber das Problem ist, bei diesen allgemeinen Kollaborationswerkzeugen ist es meistens so, die erlauben ihnen dann vielleicht die Erstellung der Kärtchen und die Durchführung der Sortierung, denen fehlt dann die Analysemöglichkeit und die Darstellung der Ergebnisse. Also das ist ein großer Nachteil im Vergleich zu diesen wirklich speziellen Lösungen, die wirklich dafür entwickelt sind, um jetzt eben solche Card-Sorting-Sessions durchführen zu können. Zu guter Letzt auch hier wieder der Hinweis auf die Vor- und Nachteile von diesen Software-Tools. Ich persönlich stehe diesen Software-Tools immer ein bisschen ambivalent gegenüber. Also die Vorteile sind sicherlich, dass die Ergebnisse eben danach direkt am Computer zur Weiterverwendung zur Verfügung stehen, dass sie bei Analyse und Auswertung der Daten unterstützen, beziehungsweise insbesondere auch, dass man sie gut verwenden kann, um Card-Sortings eben remote durchzuführen, insbesondere bei diesen webbasierten Ansätzen, was dann eben auch die Durchführung von unmoderierten Card-Sortings mit einer sehr, sehr großen Teilnehmerinnen und Teilnehmerzahl ermöglicht. Die Nachteile sind aber aus meiner Sicht, dass eben dieser spielerische Aspekt verloren geht, diese Physikalität von diesen Papierkärtchen, die eben schon auch irgendwie durch ihre Haptik, so dass wir einen spielerischen Aspekt in das Ganze reinbringen und dass es sicherlich auch weniger intuitiv ist, als jetzt diese physische Interaktion mit den Papierkärtchen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass oft auch die Interaktion mit den Kärtchen eingeschränkt ist, dass diese Software-Tools in der Regel schlecht oder gar nicht geeignet sind, um Gruppensitzungen durchzuführen. Und dass man auch dazu sagen muss, dass diese unmoderierten, asynchronen Remote-Sessions zwar sehr gut geeignet sind, um eine sehr große Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu erreichen, dass sie ihnen dann aber in der Regel nur quantitative Ergebnisse liefern und keine qualitativen. Also für qualitative Ergebnisse ist das dann meistens eher ungeeignet. Genau. In dem Sinn würde ich sagen, diese Software-Tools nützlich, wenn Sie wirklich in die Breite gehen wollen, wenn es Ihnen darum geht, quantitative Card-Sortings durchzuführen, dann ist so etwas wie diese Online-Plattformen, diese webbasierten Online-Plattformen eine tolle Lösung. Die kosten zwar etwas Geld, aber die machen es wirklich einfach, eben
viele Menschen zu erreichen. Wenn es ihnen darum geht, qualitative Daten zu erheben, und das ist oft auch hier wieder so, dass das Interessantere ist, dann sind, glaube ich, persönliche Sitzungen interessanter. Und was man natürlich auch sagen kann, auch wenn Sie die Card-Sorting-Session mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern jetzt persönlich vor Ort mit physischen Kärtchen durchführen, dann können Sie natürlich trotzdem noch immer auf diese Software-Tools zurückgreifen, um dann die Analyse und Auswertung durchzuführen. Das bedeutet natürlich, dass Sie die Ergebnisse manuell übertragen müssen in die Tools, was auch ein Haufen Arbeit sein kann, aber Sie können sie dann trotzdem natürlich zur Analyse und Auswertung verwenden. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt, nämlich der Analyse und Auswertung der Ergebnisse. Und die kann, wie gesagt, relativ komplex und auch relativ aufwendig werden. Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze, wie man die Ergebnisse von so einem Card-Sorting jetzt analysieren kann. Nämlich entweder Item by Item, also quasi Begriff, also die Nähe von einem Begriff zum nächsten, anhand von einer Distanzmatrix, die eben zum Ausdruck bringt, wie ähnlich sich die einzelnen Items untereinander sind. Oder in Form von einer hierarchischen Cluster-Analyse, wo man eben automatisiert ein Clustering der einzelnen Items, der einzelnen Begriffe nach ihrer Ähnlichkeit durchführt. Und auf der anderen Seite die Analyse nach Kategorie, dass man sich anschaut, welche Kategoriebezeichnungen wurden jeweils für die einzelnen Items gewählt, dass man in einem nächsten Schritt die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewählten Kategorien kodiert beziehungsweise in standardisierten Kategorien zusammenfasst und dann die Items pro standardisierter Kategorie analysiert, sich anschaut, wie häufig wurde ein Item einer bestimmten standardisierten Kategorie zugewiesen. Zur Auswertung Item by Item oder Begriff zu Begriff ist eben ein einfacher Ansatz, dass man ganz einfach eine Distanzmatrix konstruiert, so wie Sie es hier sehen. Das ist eben eine Matrix, wo alle Begriffe einmal auf der X-Achse und einmal auf der Y-Achse aufgetragen werden und wo dann eben in dieser Matrix jeweils dargestellt wird, wie häufig ein Begriff gemeinsam mit einem anderen Begriff während des Card-Sortings einsortiert wurde. Also wenn man sich anschaut, dieses Item Secure Orders, das wurde hier eben von 83% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam sortiert mit dem Begriff Ordering and Delivery. Und wenn man sich jetzt diese Distanzmatrix anschaut, dann sieht man eben hier zum Beispiel sehr schön, hier gibt es einen Cluster, diese drei Begriffe, die wurden recht oft miteinander sortiert. Dann sieht man auch hier recht schön, vor allem auch durch die Farbkodierung sieht man es in dem Beispiel sehr schön. Hier gibt es auch wieder so einen Cluster, dass diese Begriffe recht oft miteinander sortiert wurden und dann zeichnet sich hier wieder ein Cluster ab. Man sieht auch der Zusammenhang zwischen den einzelnen Items, der lässt dann also hier schräg runter dann zunehmend ab. Also das ist ein relativ deutlich ausgeprägter Cluster und der ist schon weniger deutlich ausgeprägt. Und man muss natürlich auch sagen, so eine Distanzmatrix, die wird sehr schnell sehr unübersichtlich. Wenn man es mit 100 Begriffen zu tun hat, dann sind das 100 Begriffe auf der X-Achse, 100 Begriffe auf der Y-Achse. Das kann schon schwer werden, dass man sich da einen Überblick verschafft. Aber ist oft ein guter erster Analyseschritt, um sich einmal so einen generellen Überblick zu verschaffen, welche Items oft gemeinsam mit anderen Items sortiert wurden. Eine zweite Möglichkeit, um den Zusammenhang Item zu Item zu analysieren und zu veranschaulichen, ist dann die hierarchische Clusteranalyse. Und bei der hierarchischen Clusteranalyse geht es eben darum, dass man einzelne Objekte bzw. einzelne Begriffe je nach Ähnlichkeit bzw. Zusammengehörigkeit in sogenannte Cluster zusammenfasst. Und diese Cluster, die werden sehr häufig dann dargestellt in Form eines Dendrogramms. Und wenn man sich dieses Beispiel hier anschaut, hier unten, das ist eben so ein Dendrogramm, dann sieht man eben diese drei Begriffe hier, das wäre eben ein Cluster in einem Zweig von diesem Dendrogramm, die sehr stark zusammengehören. Und diese Begriffe hier, das wäre ein weiterer Zweig, der einen Cluster darstellt, der nicht mehr so stark zusammengehörig ist, weil quasi dieser vertikale Strich schon weiter entfernt ist entlang dieser X-Achse. Und hier hätten wir dann einen noch größeren Zweig, einen noch größeren Cluster, der quasi diese zwei untergeordneten Zweige, diese zwei untergeordneten Cluster zu einem noch größeren, noch loseren, noch weniger zusammenhängenden Cluster zusammenfasst.
Und wenn Sie jetzt so eine hierarchische Clusterung durchgeführt haben und ein Dendrogramm daraus konstruiert haben, dann kann man da relativ leicht eine Unterteilung in Kategorien vornehmen, indem man eben quasi einfach abschneidet in diesem Dendrogramm. Und wenn man sagt, okay, ich würde jetzt gerne meine Begriffe in drei Kategorien, in drei Cluster zusammenfassen, dann schneide ich hier ab und dann bekomme ich hier eben den ersten Cluster mit den drei Begriffen und hier den zweiten Cluster mit den Begriffen und hier den dritten Cluster mit den Begriffen. Oder ich könnte sagen, okay, ich will nur zwei Cluster haben, dann gehe ich eben einen Schritt weiter nach rechts in diesem Dendrogramm, schneide hier ab und dann bleiben mir diese zwei Cluster über. Wobei man hier sieht, das sind dann schon zwei Cluster, die sehr unausgewogen sind, weil dieser eine Cluster ist halt viel, viel, viel kleiner als dieser andere Cluster. Wie funktioniert jetzt aber die Clusterung? Und so eine hierarchische Clusteranalyse oder ein hierarchisches Clustering, das findet typischerweise bottom-up oder agglomerativ statt. Das liegt daran, dass es dafür ganz einfach mehr und schnellere und effizientere Algorithmen gibt, soweit ich weiß. Also man kann grundsätzlich eine hierarchische Clusteranalyse auch top-down, divisive durchführen. Gibt es auch Algorithmen dafür? Aber soweit ich weiß, und ich bin jetzt kein Experte in der Algorithmik, aber soweit ich weiß und soweit mein Wissensstand noch aktuell ist, verwendet man typischerweise eher agglomeratives Bottom-up-Clustering, wo man eben einzelne Elemente schrittweise zu Clustern zusammenfügt, weil das eben effizienter ist und weil es mehr Algorithmen dafür gibt oder weil es effizientere Algorithmen dafür gibt. Und dieses Clustering funktioniert eben so, dass man eben die atomaren Einheiten, also die Grundbestandteile, die einzelnen Begriffe schrittweise zu Clustern zusammenfasst. Und hierfür braucht man zwei Funktionen, die Sie hier unten sehen, die Distanzfunktion D, Distance Function D. Und diese Distanzfunktion, die bringt quasi die Ähnlichkeit beziehungsweise die Unähnlichkeit von zwei Knoten beziehungsweise von zwei Clustern zum Ausdruck. Na, von zwei Knoten. Wir haben Blödsinn gesagt. Die Distanzfunktion bringt die Unähnlichkeit oder Ähnlichkeit von zwei Knoten zum Ausdruck. Und die Linkage Function Groß D, das sind dann quasi Regeln zur Fusionierung von zwei Clustern, beziehungsweise dass man dann die Distanz zwischen zwei Clustern neu berechnen kann. Und die Distanzfunktion bei einem Card-Sorting ist in der Regel relativ einfach. Das ist das, was Sie hier sehen. Die Distanz ergibt sich einfach aus 1 minus der Anzahl der gemeinsamen Sortierungen durch die Gesamtzahl der Teilnehmer. Also wenn Sie zum Beispiel ein Card-Sorting mit 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchführen und 7 von diesen 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sortieren zwei Begriffe gemeinsam und 3 nicht, dann haben Sie hier quasi 7-mal gemeinsame Sortierung durch insgesamt 10 Teilnehmer ist 0,7. Ziehen diese 0,7 von 1 ab und dann haben Sie einen Distanzwert von 0,3. Also die Distanz von A zu B ist dann in dem Fall 0,3. Und bei den Linkage Functions gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die man verwenden kann. Nicht nur die, es gibt auch noch weitere Linkage Functions, wenn man von hierarchischer Clusteranalyse allgemein spricht, aber im Kontext von der Auswertung von einem Card-Sorting-Ergebnis braucht man eigentlich nur von diesen drei Linkage Functions, von diesen relativ einfachen Linkage Functions reden, nämlich die Single Linkage Function, die quasi nach dem Nearest Neighbor-Prinzip funktioniert, die Complete Linkage Function, die nach dem Farthest Neighbor-Prinzip funktioniert und die Average Linkage Function. Und bei der Single Linkage Function ist jetzt die Idee, dass man quasi paarweise zwischen beiden Clustern schaut, was ist die minimale Distanz in einem paarweisen, wie sagt man, wie ist die minimale Distanz, wenn man paarweise alle Knoten aus Cluster A und B miteinander vergleicht? Bei der Complete Linkage Farthest Neighbor Clustering ist dann umgekehrt, dass man sich anschaut, was ist die größte Distanz zwischen zwei Knoten A und B paarweise aus den Clustern Groß A und B. Und bei der Average Linkage Function ist die Funktion eben, dass man schaut, was ist die durchschnittliche Distanz beim paarweisen Vergleich aller Knoten, die in Cluster A und in Cluster B enthalten sind. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, deshalb ein kurzes Beispiel dazu, um das zu veranschaulichen, wie das dann tatsächlich funktioniert. Also, angenommen, wir haben eine Distanzmatrix, wie Sie sie hier links auf der Folie sehen. Es gibt insgesamt 4 Knoten, die wir clustern wollen, A, B, C, D. Und hier sehen Sie eben die Distanz zwischen diesen einzelnen Knoten. Also die Distanz zwischen A und B ist 0,3. Zwischen A und C 0,7 und zwischen A und D 0,9 und so weiter. Das bedeutet eben, hier 70% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben A und B gemeinsam sortiert, während hier
nur 10% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer A und D gemeinsam sortiert haben. Und wenn ich diese Distanzmatrik jetzt habe und so ein Clustering durchführe, dann ist der erste Schritt, dass ich mir eben anschaue, wo ist die kleinste Distanz in dieser Matrix zu finden? Das ist hier eben bei den Knoten A und B. Und deshalb fasse ich diese zwei Knoten A und B zusammen. Und in dem Beispiel, wenn man jetzt eine Maximum Distance Linkage verwenden, Farthest Neighbor Linkage Prinzip verwenden, dann wird hier eben A und B, Knoten A und B werden zum Cluster AB fusioniert. Und ich muss mir jetzt anschauen, was ist der maximale Abstand zwischen A und B zu C. Das wäre hier eben 0,7 und 0,4. Der Maximalwert ist 0,7. Das heißt, ich übernehme diese 0,7 als Distanz zwischen AB und C. Und analog Abstand zwischen AD und BD 0,9 und 0,7, da ist der Maximalwert 0,9. Das heißt, ich übernehme die 0,9 als Abstand von AB zu D. Und der Abstand von C und D kann einfach direkt übernommen werden, der bleibt bei 0,5. Und jetzt im nächsten Schritt schaue ich wieder, was ist jetzt der kleinste Abstand in dieser Distanzmatrix, in dieser neuen Distanzmatrix, die ich mir da konstruiert habe. Das ist in dem Fall eben 0,5 und deshalb füge ich im nächsten Schritt die Knoten C und D zum Cluster CD zusammen und berechne dann wieder neu die Distanzfunktion zwischen diesem Cluster AB und CD. Dafür muss ich mir jetzt wieder die Maximalwerte anschauen von AB zu CD, also quasi diese vier Zellen in dieser Matrix. Da ist der Maximalwert diese 0,9 und deshalb ist da diese Distanz zwischen dem Cluster AB und dem Cluster CD eben 0,9. Ist an der Stelle aber eigentlich schon wurscht, weil dadurch, dass wir nur mehr zwei Cluster haben, ist eh klar, was als nächstes fusioniert wird, weil wenn es nur mehr zwei Cluster gibt, dann werden die im nächsten Schritt sowieso fusioniert. Das heißt, im nächsten Schritt füge ich dann den Cluster AB und den Cluster BD zusammen und bekomme dann als Ergebnis diese Struktur, dieses Dendrogramm, das Sie hier sehen. Zuallererst eben das Clustering von AB als sehr nahe zusammengehörig, weniger zusammengehörig, das Clustering von CD und dann zuletzt eben zusammengeführt zu einem ganzen Cluster AB plus BD. Und ich habe auch zum Vergleich für Sie, also ich gehe es jetzt nicht mehr schrittweise durch, weil das wird dann wahrscheinlich auch schon fad, aber zum Vergleich für Sie auch, wie das jetzt ausschaut mit Single Linkage und mit Average Linkage. Da sieht man eben ganz interessant, wenn Sie eine Single Linkage Function verwenden, dann bekommen Sie ein anderes Ergebnis raus. Dann bekommen Sie ein anderes Dendrogramm raus. Da wird eben im zweiten Schritt nicht C und D zusammengefasst, sondern AB mit dem Knoten C. Und erst im letzten Schritt wird dann D da quasi reingekippt. Da ergibt sich dann auch ein ganz anderes Dendrogramm am Ende daraus. Und was auch noch vielleicht ganz interessant und erwähnenswert ist, wenn Sie sich anschauen, im ersten Schritt ist es natürlich wurscht, welche Linkage Function Sie verwenden, weil da haben Sie ja noch keine Cluster, sondern Sie haben es nur mit den einzelnen Knoten zu tun. Auf jeden Fall grundsätzlich, was man auch sieht, wir haben es da jetzt mit einer sehr kleinen Distanzmatrix, mit nur vier Knoten zu tun. Und selbst da ist das schon relativ mühsam und relativ aufwendig, dass man das macht. Typischerweise wird man so eine Clusteranalyse nicht händisch und nicht manuell durchführen, sondern dafür werden Sie irgendein Statistikprogramm verwenden. Also wenn Sie zum Beispiel R oder R, ich weiß nicht, ob man es jetzt Englisch oder Deutsch besser ausspricht, aber diese statistische Programmiersprache R kennen, die ist eben zum Beispiel gut geeignet, damit man so eine Clusteranalyse automatisch durchführt. Also händisch tut man sich das nicht an, dass man das händisch macht. Ich wollte es Ihnen aber kurz hier eben zeigen auf dieser Folie. Einerseits, um Ihnen zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, und andererseits, weil man eben auch ganz schön sieht, eben, dass je nachdem, welche Linkage Function man verwendet, am Ende andere Clustering-Ergebnisse rauskommen können. Man muss auch dazu sagen, das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist falsch und das ist richtig oder umgekehrt, sondern das sind einfach nur zwei unterschiedliche Clustering-Ansätze, die beide legitim sind. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, verwenden Sie die eine Methode oder verwenden Sie die andere. Ich sage mal so, ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt die Single Linkage Function verwenden, weil sie eben zu dieser Kettenbildung neigt, die man hier sehr schön sieht, wo dann eben schrittweise immer einzelne Knoten in die Cluster reingezogen werden.
Während diese Farthest Neighbor Linkage Function dazu neigt, dass man eben kompaktere Cluster hat, die sich dann, glaube ich, leichter in unterschiedliche Kategorien runterbrechen und zerdröseln lassen. Aber das ist mehr Bauchgefühl von mir. Das ist jetzt nicht irgendwie gut begründbar von mir, warum ich das, also dass das wirklich besser ist. In dem Sinn kann es auch durchaus nützlich sein, wenn man jetzt eine Clusteranalyse durchführt, insbesondere wenn man es eh automatisch macht, dass man einfach alle drei Ansätze verfolgt und sich einfach mal ausschaut, was kommt da jeweils raus und auf der Basis dann weiterarbeitet. Gut, was sind jetzt Vor- und Nachteile von dem Ganzen? Ein Vorteil von dieser hierarchischen Clusteranalyse und von diesen Dendrogrammen ist eben, dass die Zusammenhänge einzelner Items sehr gut erkennbar sind aus dem Ganzen. Es ist auch eine gute Visualisierung der Gesamtstruktur und der einzelnen Gruppierungen, also diese Darstellung als Dendrogramm, diese baumartige Struktur, die finde ich recht übersichtlich und eine gut erfassbare, gut verständliche Darstellung von dem Ganzen. Und wenn man es automatisiert macht, wenn man es mit den richtigen Werkzeugen macht, dann ist es eben auch einfach und schnell durchzuführen. Manuell ist es viel Arbeit, aber mit einem Statistikprogramm geht es schnell und einfach. Nachteile sind jetzt bei so einer hierarchischen Clusteranalyse, man bekommt eben keine konkreten Kategorien heraus und die Analyse basiert eben auch nicht auf anhand von bestimmten Kategorien, sondern rein aufgrund der Nähe der einzelnen Items zueinander. Und das muss nicht unbedingt dem mentalen Modell der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Sortierung oder bei der Durchführung von Card-Sorting entsprechen, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden insbesondere dann, wenn sich mal so einzelne Kategorien herauskristallisieren und gefestigt haben, so ab einem fortgeschrittenen Zeitpunkt der Card-Sorting-Session, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann nicht mehr sich überlegen, welches Item passt zu welchem anderen Item, sondern sie werden sich überlegen, welches Item passt in die Kategorie X oder in die Kategorie Y. Das heißt, da passiert dann auch die Sortierung eher nach dem Kategorieprinzip und nicht nach dem Ähnlichkeitsprinzip zu den anderen Items. Also, muss natürlich nicht sein, aber wahrscheinlich je fortgeschrittener Card-Sorting-Session ist, desto eher wird man auf diese Items pro Kategorie-Sortierung umstellen. Und das ist eben so die große Schwäche. Es ist eben losgelöst von tatsächlichen Kategorien. Und da kann eben Abhilfe schaffen, die Analyse von diesen Ergebnissen nach Kategorien. Und da ist eben der Ansatz, dass man sagt, man erfasst zuallererst einmal die einzelnen Kategorien für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das bedeutet insbesondere auch, dass man es dann mit sehr, sehr vielen Kategorien zu tun hat, weil jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin kann sich ihre Kategorien ja selber definieren und selber ausdenken. Und vielleicht haben die komplett unterschiedliche Kategorien, vielleicht verwenden die andere Namen dafür. Das heißt, wenn Sie da 15 Testpersonen oder wenn Sie 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, da können Dutzende Kategorien am Ende rausputzeln. Also das ist schon dann auch sehr, sehr viel. Und deshalb ist es im nächsten Schritt dann auch notwendig, dass man sich eben anschaut, welche Gemeinsamkeiten es gibt bei den gewählten Kategorien über die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinweg. Und dass man auf Basis dieser Gemeinsamkeiten dann die Codierung der individuellen Kategorien auf standardisierte gemeinsame Kategorien durchführt und sich dann anschaut die Verteilung der einzelnen Items auf diese standardisierten Kategorien. Also dieser Codierungs- und Standardisierungsschritt, das ist quasi, da konsolidieren Sie die Einzelkategorieergebnisse auf ein einheitliches Kategorievokabular, auf eine einheitliche Taxonomie, wenn man so will. Und der Vorteil von dieser Analyse nach Kategorien ist eben, dass es eine explorative und qualitative Auseinandersetzung mit den Daten ist. Also man könnte sagen, diese Clusteranalyse und diese Distanzmatrix, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, das ist ein quantitativer Analyseansatz, ein statistischer Analyseansatz und das jetzt eben ist ein explorativ-qualitativer Analyseansatz, der auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Ergebnissen erfordert. Und das ist oft eben wahrscheinlich auch näher am mentalen Modell der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, beziehungsweise muss man sich einfach intensiver mit den Überlegungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auseinandersetzen. Und der große Vorteil davon ist eben dann auch, dass man eben schon konkrete Kategorien direkt aus dieser Analyse ableiten kann. Und das kann dann eben zum Beispiel so ausschauen, ein Beispiel, vielleicht als Tipp auch hier auf dieser Website, die Sie hier unten auf der Folie angegeben sehen, da finden Sie auch Excel-Spreadsheet-Templates für diese Analyse nach Kategorien von Donna Spencer. Die hat ein tolles Buch über Card-Sorting auch geschrieben und da können Sie sich diese Templates runterladen, falls Sie die selber mal zur Auswertung verwenden möchten, beziehungsweise sie stellt auch ein Beispiel
Template oder ein Beispiel-Spreadsheet zum Download zur Verfügung. Das ist dieses Spreadsheet, das Sie auch hier sehen, wo man eben sehr schön diese Analyse nach Kategorien nachvollziehen kann. Wenn Sie sich einmal quasi so diese Rohdaten und diese Analysedaten anschauen möchten, dann ist das, glaube ich, ein interessanter Download für Sie. Und Sie sehen hier eben sehr schön auf dieser zeilenweise in diesem Spreadsheet die einzelnen Begriffe, die einzelnen Kärtchen und in den einzelnen Spalten, jede Spalte ab der Spalte C ist quasi ein Ergebnis von einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer und da hier eben die Kategoriebezeichnung, die dieser Teilnehmer oder diese Teilnehmerin für diesen Begriff gewählt hat. Und da sieht man eben, wenn man einfach nur den Blick drüber schweifen lässt, wie groß da die Unterschiede sind. Also da können Sie sich vielleicht ein Bild machen, wie groß da die individuellen Unterschiede aus den einzelnen Sortiersessions ausfallen, wenn man das dann nach Kategorien auswertet. Und deshalb eben die Notwendigkeit, dass man das Ganze dann eben auf ein standardisiertes, auf eine standardisierte Formulierung von einheitlichen Kategorien reduziert. Das ist hier in diesem Analyseschritt passiert. Da sieht man hier eben in den einzelnen Spalten dann die standardisierten Kategorien und in den Zeilen neben den Begriffen dann, wie häufig dieser Begriff in diese Kategorie einsortiert wurde. Also so ähnlich wie die Distanzmatrix, nur dass hier halt nicht die Zuordnung Item by Item erfolgt, sondern dass die Zuordnung Item zu Kategorie erfolgt. Und da sieht man dann eben auch sehr schön, wenn sich dann sowas abzeichnet wie 79% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben diesen Begriff in diese Kategorie einsortiert, dann ist das was man wahrscheinlich relativ gut und relativ direkt übernehmen kann. Gut, so viel zur Auswertung von Card-Sortings und eigentlich auch schon fast bin ich am Ende zu Card-Sortings. Vielleicht noch kurz ein Hinweis auch auf eine Methode, die man häufig findet in Verbindung mit Card-Sorting, die auch bezeichnet wird als so etwas wie ein Reverse-Card-Sorting, nämlich das sogenannte Tree-Testing. Und dieses Tree-Testing ist ganz interessant, weil es quasi sowas wie eine naheliegende Ergänzung zu dieser Card-Sorting-Methode darstellt. Möchte ich nur am Schluss ganz kurz erwähnen, eine Folie. Und beim Tree-Testing geht es eben darum, dass man Informationsstrukturen oder Navigationsstrukturen evaluiert. Das heißt, da geht es um die Evaluierung der Auffindbarkeit von Begriffen und Informationen in einer Taxonomie, in einer Informationsarchitektur. Und das Prinzip dabei ist relativ ähnlich zu einem Usability-Test, nur dass es eben um eine sehr eng definierte Zielsetzung oder Aufgabenstellung geht, die den Teilnehmerinnen gegeben wird. Die bekommen quasi eine Informationsstruktur als interaktiven, klickbaren Prototyp implementiert, vorgelegt. Also sowas wie eine ganz, ganz einfache Hypertext-Struktur, sowas wie wir Katalogstruktur als Hypertext abgebildet und die Testpersonen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen dann eben versuchen, dass sie einen bestimmten Begriff in dieser Struktur finden, indem sie sich durch diese Hypertextstruktur durchklicken. Und das zielt eben darauf ab, dass man überprüft, ob diese Begriffe in dieser Struktur auch tatsächlich auffindbar sind. Und man kann das auch sehr gut eben verwenden, um Abweichungen von einem kritischen Pfad festzustellen, also um quasi festzustellen, wo dann die Testpersonen quasi in die Irre geführt werden oder wo sie vom richtigen Pfad abweichen, weil das sind dann potenzielle Problemstellen natürlich auch in dieser Navigationsstruktur. Das Ganze ist eben auch sehr einfach vorzubereiten und aufzubereiten, weil so Click-Dummy-Hypertext-Struktur, das ist natürlich relativ schnell vorbereitet. Diese webbasierten Card-Sorting-Tools, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, die bieten in der Regel auch parallel dazu Frameworks für die Durchführung von solchen Pre-Tests. Und der Vorteil ist eben, dass das Ganze dann taskorientiert stattfindet und eben darauf abzielt, die Auffindbarkeit zu überprüfen. Das heißt, diese zwei Methoden des Card-Sortings und des Tree-Testings, die ergänzen sich sehr gut. Card-Sorting sehr gut geeignet, um überhaupt einmal eine Informationsarchitektur zu konstruieren und Tree-Testing sehr gut als ergänzende Methode geeignet, um die Strukturen, die man definiert hat, die sich quasi aus dem Card-Sorting heraus ergeben haben, zu überprüfen und um sie zu evaluieren.